sehen. Wie lange noch? 1871 hat man sich gegen uns verschworen. Pläne geschmiedet, ein malerisches Kalkül geboren. Man hat alles dran gesetzt, die Fäden im Stillen gespannt. Weltkriege vom Zaun gebrochen, gekleidet im Rittergewand. Man hat alles untergraben, sich auf alle Posten gesetzt. Finanzen, Wirtschaft, Medien, nichts blieb unbesetzt. Regierungen bestimmt, Gesetze geschrieben aus ihrer Hand. Nicht für uns, oh nein, nein, zur Destabilisierung im ganzen Land. Wie lange sollen wir noch zusehen? Wie lange sollen wir noch hinterm Joch gehen? Es wird Zeit, dass wir begreifen, wer wir sind. Wir sind eins und sie können uns nicht ändern. Wir sind eins und sie werden sich verrennen, weil wir eins sind. Werden ihre Pläne scheitern, sie sind uns eins jetzt. Unser Raum wird sich erweitern, wir sind eins. Man sagt uns ein Aggressor, der alles bedroht. Doch sie sind's, die alles bringen aus dem Loch. Sie gehen über Leichen für ihren satanischen Plan. Massakrieren, terrorisieren in ihrem eine Weltwahn. Hinter jedem dieser Kriege, von Vietnam bis zur Ukraine, stecken immer dieselben, die über keinen Toten weinen. Sie ziehen im Namen des Friedens aus, runter Humanität. Erschießen Frauen und Kinder, Unschuldige, wo es geht. Wie lange sollen wir noch zusehen? Wie lange sollen wir noch hinterm Joch gehen? Es wird Zeit, dass wir begreifen, wer wir sind. Wir sind eins und sie können uns nicht ändern. Wir sind eins und sie werden sich verrennen, weil wir eins sind. Werden ihre Pläne scheitern, sie sind uns eins jetzt. Unser Raum wird sich erweitern, wir sind eins. Wir sind eins und sie können uns nicht ändern. Wir sind eins und sie werden sich verrennen, weil wir eins sind. Werden ihre Pläne scheitern, sie sind uns eins jetzt. Wir sind eins und sie können uns nicht ändern. Wir sind eins und sie werden sich verrennen, weil wir eins sind. Werden ihre Pläne scheitern, sie sind uns eins jetzt. Unser Raum wird sich erweitern, wir sind eins.